Hier in Helse, Kreis Dithmarschen, geht es an diesen Tagen folgendermaßen zu. Ratzfatz und zack, zack. Rosenkohlernte auf über 100 Hektar Ackerfläche. Für Landwirt Erik Müller die wichtigste Zeit des Jahres. Seinen Rosenkohlpflanzen geht es jetzt an den Kragen. Was macht der Rosenkohl so besonders? Der Rosenkohl macht es so besonders, dass wir sehr lange Zeit im Jahr mit dem Rosenkohl verbringen, dass wir recht viele Handarbeitsschritte haben, bevor wir den Rosenkohl dann geerntet haben. Also wir haben so jede Pflanze ca. 5 bis 6 Mal persönlich begrüßt, bis wir ihn dann geerntet haben und er hier zu uns in die Produktionshalle kommt, wo wir ihn dann weiterverarbeiten. Deutschlandweit gibt es nur 5 Betriebe dieser Größenordnung. Wohl auch, weil der Anbau und die Ernte trotz 400.000 Euro teurer Erntemaschinen immer noch mehr Handarbeit erfordert als bei vielen anderen Gemüsesorten. Die Stange wird im Feld von einer Säge getrennt, dann nimmt man sie in die Hand und führt sie in die Maschine ein. Das will ich einfach kurz demonstrieren. Wir nehmen die Stange, schieben sie in die Maschine. Ein Messerkopf. Die Stange wird gezogen und die Messer kreisen um die Stange. Fast gleichzeitig scannen mehrere Kameras sorgfältig jedes einzelne Kühlchen. Dunkle Stellen oder verfärbte Blätter sind beim Großhändler unerwünscht. Rosenkohl muss immer gut aussehen. Stängel und unerwünschte Knollen werden noch auf dem Feld aussortiert. Für die restliche Ausbeute geht's weiter in die Halle. Vom Hänger aufs Band. Sortiert, gewaschen, sortiert. Und nochmal akribisch sortiert. Wir kümmern uns um das ganze Jahr, von Frühling bis Ende Saison sind wir die ganze Zeit dabei. Also wir geben uns am besten, was wir können, damit wir gute Qualität haben. Es sind viele Arbeitsschritte nötig, viele helfende Hände, die uns behilflich sind, die Rosenkohlproduktion überhaupt zu betreiben. Und wo wir auch immer ganz glücklich sind, dass wir Leute finden, die mit uns gemeinsam diese Arbeit erledigen. Circa im Herbst haben wir in unserem Betrieb 20 bis 25 Leute beschäftigt in diesen 3 bis 4 Monaten Erntezeit, um diese Arbeit überhaupt zu erledigen. Und damit am Ende des Tages nur die makellosen Rosenkohlröschen den Weg ins Netz finden. Auf die Europapalette und später in den Kochtopf und die Pfanne. Schließlich ist es das einzige saisonale Gemüse, das derzeit frisch geerntet wird. Und frisch schmeckt's doch immer noch am besten.